Ich habe es eben kurz schon erwähnt, der US-Außenminister und damit US-Chefdiplomat Antony Blinken ist heute nach Israel, nach Tel Aviv gereist für Krisengespräche. Wir warten noch auf eine Pressekonferenz mit ihm, die wollen wir Ihnen dann hier bei Phoenix natürlich live zeigen. Zusammengetroffen ist Blinken unter anderem schon mit dem israelischen Präsidenten, mit Isaac Herzog. Was die beiden gesagt haben, welche Nettigkeiten sie vor allem ausgetauscht haben, zeigen wir Ihnen jetzt. Herzlich willkommen, Herr Außenminister. Sie sind ein großer Freund. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie gekommen sind. Und ich beglückwünsche Sie auch im Namen des israelischen Volkes zu Ihrer moralischen Klarheit, Ihren unglaublichen Reden, vor allen Dingen diejenigen im Senat, wo Sie klargestellt haben, welches Schicksal die Geisel nehmen, welche Tragödie unser Volk getroffen hat, und sie gingen auch auf das Selbstverteidigungsrecht Israels an. Wir hören die Demonstrationen der Angehörigen, wir empfinden mit ihnen, und ich möchte Ihnen heute hier noch mal etwas an Informationen mitgeben, um zu zeigen, dass der Staat Israel sich an das humanitäre Völkerrecht. Das ist ein Flugblatt. Wir haben 1,2 Millionen Flugblätter verteilt unter der Bevölkerung von Gaza. Wir haben 6 Millionen SMS verschickt und 4 Millionen Telefonate geführt, gemäß dem Völkerrecht. Wir haben die Bevölkerung vorab gewarnt und sie gebeten, sich zurückzuziehen. Wir haben gesagt, wir haben das Recht auf Selbstverteidigung. Deshalb möchten wir, dass Sie die Gegend verlassen, aus der Bomben auf unser Volk abgeschossen wurden, von wo diese fürchterlichen Angriffe gestartet sind. Gehen Sie weg, damit wir unser Volk verteidigen können. 6 Millionen SMS, 4 Millionen Telefonate, 1,2 Millionen Flugblätter. Ich denke, das alles spricht für sich selbst. Wir schützen die Zivilisten. Wir geben ihnen auch die notwendige humanitäre Hilfe. Und wir versuchen, uns selbst zu verteidigen. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist immer wieder gut, in Israel zu sein. Wir leben in schwierigen Tagen. Aber wir sind wie immer solidarisch gegenüber Israel. Wir treten ein für das Recht und auch die Pflicht Israels, sich selbst zu verteidigen und alles zu tun, um sicherzustellen, dass sich der 7. Oktober niemals wiederholt. Gleichzeitig, und Sie haben das ja eben auch klar gemacht, ist es natürlich sehr wichtig, dass die Zivilisten geschützt werden und dass man alles tut, um sie zu schützen und den Bedürftigen zu helfen, die überhaupt nicht verantwortlich sind für die Ereignisse am 7. Oktober. Gemeinsam arbeiten wir daran und wir sind gemeinsam entschlossen. Und diese Entschlossenheit wird auch nicht versiegen. Und jeden Moment denken wir an unsere Geiseln, so viele Israelis, Amerikaner und Angehörige anderer Länder. Und wir sind entschlossen, alles zu tun, um sie sicher zurückzubringen zu ihren Angehörigen.